So. So müsste richtig sein. Das heißt, hier käme der nächste Roboport hin. Der würde dann die Abdeckung bis fast da oben machen. Der nächste Roboport wird wieder im Wasser. Das wären 1, 2 frei. Hier 1, 2 da, irgendwo mittendrin. Brauchen also definitiv mehr Steine. Das Kupferfeld würde ich gerne noch freilegen später. Aber was ich jetzt erstmal machen werde, ist, ich schnappe mir jetzt einen Blueprint und sage den Robotern, auch wenn sie noch nicht hier hinkommen können, so, jo, auch wenn sie noch nicht jetzt gerade hierher kommen können, dass sie später, sobald sie es können, das bitte erledigen sollen. Mach das bitte weg. Dip, dip. Hier komplett dicht. Werden jetzt eine ganze Weile meckern, aber dann meckern sie halt. Hier nicht mehr. So, erstmal die Dreiermauer zu Ende. Das können die machen. Dann hätte ich ganz gerne noch einen Abrissbefehl für komplett hier oben alles. So. Das dürfen wir auch so zwei Roboter alleine machen. Der eine ist schon fleißig hin und her fliegen. Sehr gut. So lobe ich mir das. Weg. 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 Hier unten ist wieder keine Abdeckung, aber irgendwann schon. Dann sind die Aufträge schon mal da. Zip. Zip. So. Okay. Die ganzen Mauern, die wir jetzt abbauen, also die ganz normalen Steinmauern, die kann ich dann später nutzen, um das Gebiet hier abzustecken. Theoretisch könnte ich dann auch absichtlich Lücken in den Mauern lassen. Was für eine Idee. Also ich baue Mauern einmal rum. Ich lasse aber Lücken in den Mauern, damit die Viecher bis zu unseren eigentlichen Verteidigungsanlagen durchlaufen können. Und ich werde vorher wenigstens gewarnt. Nö, wenn sie an Mauern vorbeilaufen, gibt es keine Warnmeldung. Ne, muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Aber das schaue ich dann. Ha, ich verbaue mal kurz die letzten Substations. Aber nicht hier an der Mauer lang, sondern nicht hier lang. Damit wir dann unter der Substation hier auch einen Roboport setzen können. Ding, 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 ding. So, bist du verbunden? Ja, bist du. Wir haben aber nicht genug Ressourcen für noch einen Roboport, ne? Naja, fehlt mal wieder Stahl. Ist okay, ist okay. Was sagen die Ressourcen? Eisenplatten werden ein Problem. Stahl ist auch nicht so wirklich toll. Also ich lasse alle drei an. Ich pimp jetzt nur wieder die... Oh, ich sollte meinen... Ist okay. Ich pimp jetzt wieder die Eisenproduktion. Damit da mehr kommt. Das heißt, du bist da am Werkeln, du bist da am Werkeln. Haben wir genug Pollution Glue inzwischen? Haben alle, haben alle, haben alle. Okay, hier. Hier hätte ich jetzt ganz gerne... Wie schnell arbeitest du? Kannst du zwei aushalten? Nicht so ganz, ne? Nee, schaffst du nicht. Ja, gut. Dann mach den dahin, dreh den um. Das sieht echt doof aus. Was sollst du? Da, mach den Schmelzofen dahin, mach den Mining Drill. Dahin? Oh Gott, es wird immer obstruser. Ja, bloß keine Ordnung da reinbringen. Du, da, 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 da. Alles okay. Also wir haben jetzt zwei neue Schmelzöfen, die dann hoffentlich dafür sorgen, dass unsere Reserven nicht weniger werden, sondern einigermaßen auf dem gleichen Level bleiben. Wir sind jetzt bei 1300. Den Wert versuche ich mir ein bisschen zu merken. Und wenn es denn unter 1000 fällt, weiß ich, ich muss noch mehr bauen. Tin. Lasse ich erstmal im Inventar. Was ich aber aussortiere, sind die Leichen. Genau, weg, 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 weg. Alles an Holz weg. Weg, weg.
Davon brauche ich auch nicht so viele. Davon brauche ich auch nicht so viele. Die brauche ich eigentlich auch nicht. Die einzelnen Mauerstücke brauche ich nicht. Sandmauern auch gerade nicht so viele. Der Rest ist okay. Ja. Okay, Tungsten ist gleich fertig. Du. Wir brauchen für dich die Speedmodule. Und 150 Tungsten. Aber das klingt machbar. Also 50 Erdartefakte dafür. 30 dafür, 30 für das andere. 110 bräuchten wir insgesamt. Wir haben 110. Okay, aber die drei sollten machbar sein. Bitte stelle her mehr Kapseln. Und versuch. Nein, das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Das ist ein Nachteil von der Picke. Sie baut instant fast alles ab. Und wenn man sich einmal verklickt, ist kaputt. Damit. So, Tungsten Processing ist fertig. Okay. Tungstenmauer, 5000 Lebenspunkte. Alter Falter. Ja, nee, aber erstmal nicht. Erstmal hätte ich jetzt ganz gerne Dichter auf Stufe 2, dann gleich auf Stufe 3 und dann das nächste. So. Das ist ja alles Kuddelmuddel, ist okay. Stromversorgung. Sieht nicht gut aus. Ja. Hatten wir da was vorbereitet? Secondary Steam Engine, das sieht gut aus. Secondary Steam Engine 2 wird wahrscheinlich nicht aufgehen. Das Spiegeln wollten wir machen, ja. Geht das platztechnisch überhaupt auf? Nee, ne? Nee. Also ich könnte hier spaßeshalber mal einen Blueprint dafür machen. Zack. So. Spiegeln das Ganze so. Ja, das geht komplett durch die Dinger da unten durch. Was aber nicht schlimm ist, weil die beiden müssen ja eigentlich gar nicht wirklich da sein. Wir arbeiten ja wieder mit diesem halben Muster da. Das heißt, ja, einfach so irgendwie, ne? Wo das genau steht, ist ja gar nicht so wichtig. Auch wenn es schön wäre, wenn es bei einem, also hier auf derselben Höhe wäre wie ein so ein Ding, halt nach unten. Also dann wahrscheinlich ein tiefer. Wollen wir einen davon. Hier, auf der Höhe. Die sind jetzt alle damit verbunden. Guck mal ganz kurz. Also so. So wäre es richtig schick. So, so, ne? Ja. Es gibt keine Mitte, aber ja, Hauptsache auf der richtigen Höhe. Das heißt, so würde ich das Ding dann bauen wollen. Das heißt, da oben muss noch Wasser sein. Alles darunter muss dicht sein. Das hier zumindest auf jeden Fall. Ja, ist okay, ist okay. Schönes Langzeitprojekt. Und dann werden wir das nach und nach mit MK2 aufstufen, auch die Boiler und dann mit MK3 und dann klappt das hoffentlich irgendwann irgendwie. Immer noch 1300 Eisen? Nö. 1100 Eisen. Mist. Hey, ich hätte gern noch einen Mining Drill. Was machst du da überhaupt? Du machst gar nichts, richtig? Richtig. Da. So. Komisches Ding. Drill. Da. Smelter. Nicht da, sondern. Was? Da, dann ein davon dahin. Am Ärmchen. Dahin. Also jetzt nochmal zwei mehr Drills und zwei mehr Smelter. Was ist fertig? Gleich. So. Voll, voll, voll.
voll. So. Genau, den hier hatten wir früher nicht aktiv. Den habe ich aktiv gemacht. Noch einen dazu. Jetzt hält es hoffentlich. Und Forschung hätte ich jetzt ganz gerne. Die da. Das heißt, ich müsste jetzt 60 Alien Science Packs in lila Tränke umwandeln. Mache ich gleich. Vorher nochmal sicher gehen, ob es wirklich grün und blau war. Grün und blau. Ja. Warum bist du gelb? Okay. Dann mach erstmal den da. Solange wie ich hier noch am Umbasteln bin. 60. So, Munition ist nicht wirklich besser geworden. Wir haben aber wenigstens 25 von den Slowdown-Dingern. Könnte reichen für die Basis. Da unten ist eine Dreier-Basis. Die dürfte doch leichter sein als eine Vierer-Basis. Okay, guck da mal kurz hin. Oh, es ist Nacht. Stimmt, da war was. Ich habe absichtlich überall so viel Licht gemacht, dass ich nicht mehr weiß, wann Tag und Nacht ist. Bin prompt drauf reingefallen. Na gut, warten wir halt kurz. Nacht dauert ja nicht so lange. Was ist mit dir? Oh. Oh, hahaha, ha, ha. Das Ding ist beschränkt. Okay, dann halt so. Okay. 50. Was? Wie jetzt? Aus einem Artefakt kommen 10 Stück raus. 60? Wie viel brauchten wir? Ah ja, okay. Ist okay. Ich habe mich gerade irgendwie um eine Nullstelle vertan. Aber ist okay. Genau, mach die alle. Wir brauchen nicht 60, wir brauchen 600. Hier unten ist noch ganz schön duster. Steine sind langsam wieder gut. Die nehme ich mal alle mit und baue davon nachher Landfill. Oh, das wird hell. Schön, 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 schön. Okay, töten, die letzten 3 Alien-Artefakte bekommen und mit denen dann in der Lage sein, die MK2-Rüstung zu bauen, wo dann noch ein Fusionsreaktor rein kann, noch mehr Schilde, die zweiten Laufdinger und dann dürfte das richtig gut abgehen. Das nächste Problem wird dann aber sein, dass dann die noch besseren weiterkommen, bis irgendwann die Könige kommen und die Könige werde ich nicht mit der Shotgun hier knacken können. Aber das Problem gucke ich mir an, wenn es denn wirklich akut wird. So, da unten sehe ich schon die ersten Ausläufer. Das sind alles nur kleine Basen. Ist also noch die Bespawnung von den guten alten Zeiten, als es keine großen Viecher gab. Das heißt, ich bleibe einfach stehen und lasse die nicht beißen. Mach den ersten Spawner kaputt. Oh, Big Spitter. Den gehen wir schnell down. Also die Big Spitter machen vielleicht so viel Schaden wie die Big Biter, aber sie haben bei weitem nicht so viele Lebenspunkte. Das ist schon mal sehr beruhigend. Macht aber auch Sinn, weil es halt Fernkämpfer sind. So. Das sollten mehr als 3 gewesen sein. Du beißt ja echt einen Baum durch. Ja, Bäume sind echt doof, ja? Da gebe ich dir recht. So, wo geht's jetzt hin? Du da hinten bist kein Spawner-Ding, oder? Keine Spawner-Basis? Ich glaube nicht. Oh, wir haben nur 13 Magazine. Bricht das mal. Würmer. Ey, ich mag keine Würmer. Das Dreier-Ding können wir jetzt noch nicht erforschen, weil wir die Science-Packs nicht zu Hause haben. Das heißt, erforsch mal irgend so einen kleinen Kram. Ja. Assembling Machine 6, ja genau, du mich auch. Nicht hier, Stack Size Bonus, den wollten wir forschen. Da, Mama. Die brichst du bitte kurz ab. Wir haben nämlich dezente Munitionsprobleme. Komm schon, gib mir irgendeine kleine Basis noch. So einen kleinen leckeren Happen. Das ist nicht klein. Das sind aber nur kleine Viecher. Nee, das ist ein großer. Nee, 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 nee.
Lass mich hier durch. Haben wir schon irgend so eine Einer- oder Zweier-Basis. Damit ich noch so ein bisschen Puffer habe an Alien-Artefakten, um vielleicht noch die Robotergeschwindigkeit oder Roboter-Stack-Size zu erforschen. Du bist riesig und hast Medium-Würmer. Aber nur Kleinviech. Ich teste mal. Wird nix. Okay. Und Big Spitter sind hinter mir her. Nee, nee, nee. Weg mit dir, weg mit dir. So. Ist ja nicht ganz so erfolgreich, wie ich es gerne hätte. Oh, das da sieht doch. Oh, 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 oh. Die da sehen erstmal gut aus. Spawner zerstören. Spawner zerstören, Spawner zerstören. Wurm zerstören. Oh nein, 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 nein. Irgendwas hab ich gerade festgehalten. Erstmal Spawner töten, dann das Fieder töten. Berserker-Ding. Gut. 4 Stück und 3 Stück. Das ist eine echt magere Ausbeute. So, bau mehr. Das da unten sieht schon mal nicht so gut aus. Es geht sogar fast noch, aber nee, erstmal nicht. Follower Robots. Distractor Capsule. Bessere Pumps. Machen wir den hier wieder. Aber ne, die Basis da unten sind mir zu viele in einer Reihe. Die würden dann nach und nach immer Verstärkung von unten dazu holen. Da habe ich gerade nicht genug Munition für. Ich gucke nochmal kurz dahin und wenn nicht, mache ich mich Richtung nach Hause auf. War ja doch inzwischen schon relativ erfolgreich. Das sieht doch sehr gut aus. Ein einzelner Spawner, ein bisschen Kleinkram, da kommt eventuell gleich ein Big Biter, aber bis dahin ist die Basis schon fast putt.